Die Young Boys begannen tatsächlich sehr selbstbewusst und offensiv. Auch Verteidiger Erich Henzi. Malakarne mit einem ersten herzhaften Schuss. Ja, klar kommen schöne Erinnerungen auf. Ich muss sagen, was mich immer so fasziniert, ist das alte Wankdorf-Stadion mit diesen Fans. Irgendwie, das gibt so ein Gefühl, so ein heimliches Gefühl zurück. Und eben, der Sieg natürlich dort ja, hat wirklich Spass gemacht. Und ich glaube, auch die Fans haben riesen Freude gehabt. Sion, der Oberklassige mit Darbele, der hier Durchsetzungsvermögen zeigte. Doch dann verpasste er den Zeitpunkt für das Abspiel. Sion mit einer extremen Offside-Falle mit allen Verteidigern auf einer Linie. IB offenbar bestens darauf vorbereitet. Friant, Sermeter und das 1:0 in der 17. Minute. Auf diesen freien Raum hatte der schnelle Friant gerade gewartet. Sermeter, der Schütze. Ja, wir waren in Nazi B, aber wir hatten dann eine gute Mannschaft. Wir sind nachher Ende Saison aufgestiegen. Das haben wir schon gewusst, dass wir nicht so schlecht sind, aber dass es nachher so gut läuft und dass wir mehr oder weniger klar den Match so klar gewonnen haben. Auch verdient natürlich gegen ein Sion, das sicher dann nicht so schlecht war. Das ist gleich, ich sage, eine kleine Überraschung gewesen. Und irgendwie ist auch immer schön, als Underdog können, so in eine Goethe-Match reinzusteigen, obschon wir um unsere Chancen gewusst haben. Aber es ist nachher auch manchmal so ein vom Spielverlauf her entscheidend. Wir haben sicher das erste Goal geschossen, haben wieder neuen Mut gefasst. Und man sieht, manchmal kippen die Match gleich relativ schnell. Aber wir waren dann so in einem positiven Lauf gewesen. Ja, das auch fast nur gut rauskommen. Zweite Halbzeit, 50. Minute, Freistoß IB, Henzi und das Tor zum 2:0. Erich Henzi schoss die IB-Fans ins Glück. Ja, dann war es wirklich gerade erfolgreich. Wir haben auch viel trainiert, solche Freistöße, man hat das gesehen. Und ja, umso schöner, wenn sich die Arbeit so sich auszahlt. Ja, ich habe immer ein geschossen. In den ersten Jahren bei IB ist mir immer der Schorsch Bregi vor der Sonne gestanden. Ich durfte den Ball nicht nehmen. Aber ich habe gleich weitergeübt und so. Und irgendwann kam dann meine Zeit auch. Und ja, durch das konnte ich auch das eine oder das andere Goal schiessen. Noch waren 40 Minuten zu spielen. Thum gegen Vardanyan. Würde der Oberklassige endlich reagieren? Paolo Colavitti im IB-Tor hielt alles. Die beste Szene des hier wirklich fliegenden IB-Goals. Auf den Schuss von Marazzi hin. Und noch ein Freistoß für IB durch Sermeter. Und diesmal traf auch er in der 55. Minute per Freistoß zum 3:0. Das zweite Tor von Sermeter, Fabrice Borer, kam zu spät. Er wurde nicht direkt um den Finger gewickelt, wohl aber um den Pfosten. Die Fans von Gürkan Sermeter zeigten es an. Gürkan forever. Gut, gehört habe ich es mit der Zeit, begriffen habe ich es nicht. Aber ja, es war sehr schön. Ich weiß ja selber nicht, wie das gekommen ist. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich würde sagen, es hat mich gestört. Es war schön. Und ja, hat mir sicher auch immer wieder einen Schub gegeben, dass mir die Fans vorgenommen haben, positiv vorgenommen haben. Und ich habe probiert, ihnen etwas zurückzugeben. Ja, das ist etwa das. IB hätte tatsächlich noch viel höher gewinnen können. Hier noch einmal eine Riesenmöglichkeit wieder für Sekulovic. Doch es blieb beim 3:0. Dennoch war es wirklich erstaunlich. IB klar besser. Wie war das bloß möglich? Der Schweizer Cup stimmt halt gleich. Ich bin der letzten 3 Cup-Finale dabei und jetzt das Fiat Molano. Nein, so weit möchte ich noch nicht schauen, aber es war heute wirklich super gewesen, vor diesen Zuschauern einen solchen Match abzuliefern und es war eine wahre Freude gewesen. Stolz, aber vor allem glücklich waren heute alle Mitglieder der in den letzten Jahren so arg gebeutelten IB-Familie. Vom Stadion über die Spieler,
über die Leute, es hat sich eigentlich alles verändert. IB ist heute in einer ganz anderen Position. Klar, Sion war im GÖP natürlich immer irgendwie zu beachten gewesen, aber jetzt ist die Meisterschaft, die Ausgangslage ist so, wenn IB gewinnt, haben sie ein grosses Poster auf Sion. Und Sion möchte das natürlich verhindern, aber ich glaube, die Ausgangslage auch von den letzten Spielen her vor Vorrunde, IB war gut drauf gewesen. Sie haben sicher auch eine gute Vorbereitung bis jetzt gemacht. Und ich bin sehr optimistisch, dass sie den Match gewinnen können, dass sie dort den Vorsprung ausbauen können. Liebe Fans, am Sonntag ist es wieder soweit. Die Rückrunde fängt an mit dem Match IB gegen Sion. Am 4. fängt er an, kommt und unterstützt die Mannschaft.